Leute, ich schaue das Video an von Hey Arnold und jetzt werden wir auf das üben, auf den allerersten Video von Hey Arnold retardieren. Leute, schauen wir mal an, das allererste Video von Hey Arnold. Diese Episode wird Ihnen präsentiert von Wix. Jeder kann kostenlos eine großartige Webseite erstellen. Hier ist Arnold. Hallo Im Moment Arnold. schläft er tief und fest. Tut mir leid, echt, aber ich muss ihn wecken. Tut mir natürlich nicht leid. Barney, los, wach auf und heb deinen fetten Arsch aus dem Bett. Hier, deine Koffer sind gepackt. Hier, dein Flugticket. Los, beeil dich. Du wirst dein wunderschönes Wochenende im Spa verbringen. Du wirst dein Vollbad in Coca-Cola nehmen. Genau nach Rezeptur von Alkohol und Cola-Bad ist 1856 eigentlich Liter ungesund, Ampermethin. Die Leute, eigentlich. ausgedehnten Und glaube ich auch Werkzeuge vielleicht einer auch solchen Funktion tödlich. wird super gut vom Blut aufgenommen und kann richtig euphorisierend wirken. In Oha. bestimmten Dosen allerdings auch tödlich. Euphorin Ja, in der Cola nimmt deine Haut eine große Menge Benzylmethyleikonin auf. Arnold, der ist total glücklich und happy. Im Moment liegt die Menge der Substanz mit 50 Milligramm im Blut in einem stabilen Bereich. Eine Dosis von 500 Milligramm ist dagegen toxisch und 1,2 Gramm echt tödlich. Die oha. Euphorie hält durchschnittlich nur 30 Minuten an. Danach wird Arnie immer wieder das Gefühl kriegen, mehr zu wollen. Nee, im Ernst, Alter, das reicht jetzt. Ohne eine neue Dosis dieser Spa-Behandlung wird Arnold aggressiv und reizbar. Die Substanz reduziert die Dopaminmenge im Gehirn und ohne die Als fühlt sich ob. Arnold unglücklich. Er konzentriert seine ganze Energie nur noch auf die Suche nach Coca-Cola. Arnie, vorher mochte ich dich mehr. Coca-Extrakte sorgen im Körper für steigende Temperaturen, verengen die Blutgefäße und Sei erhöhen den Blut. finde Tägliche Und jetzt Cola-Bomben. hat Los, er was? Arnie, und du wirst von Und innen ist heraus alles brennend klar. tot. Du hast Jetzt hat er einfach sich ein super verbrannt. kurzes Leben gehabt. Stimmt nachdenklich, nicht wahr? Ein Dankeschön geht heute an unseren Partner von Wix. Arnold hat jetzt seine ganz eigene persönliche Webseite. Das geht ganz Ah. einfach. Mit dem Wix Website Builder kannst du kostenlos deine Webseite bauen. Oh, okay. Geh zu Wix und erstelle jetzt deine Webseite. Klicke einfach auf den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Hey, und wenn du eine mega super coole Webseite haben willst, dann hol dir den Premium-Account und deine Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Hosting, Mail, Domains, Wix kümmert sich um alles. Wix wird sogar von professionellen Webentwicklern genutzt. Das spart Zeit und du weißt, Zeit ist Geld. Geh auf Das Arnolds stimmt. Seite und überzeuge dich selbst davon. Wix.com ist nicht nur ein Website-Builder wie jeder andere, sondern eine führende Cloud-Plattform, die von Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Weltweit, okay. Ich möchte schon kurz Länder gehabt. Wir schauen noch mal Erfolg an und zwar. Wir schauen vielleicht auch. Komm, wir schauen gleich. Was war's? Wir schauen gleich nochmal die zweite Folge an von Herrn Arnold. Aber ich werde schon kurz mal hier, kurz meine Facecam rüberschieben. Oh, meine Facecam war ein bisschen weh. Oh, Mann, ey, ich muss schon kurz hier. So. Schauen wir an, was mit Kaffee. Und ja. So, los geht's. Hier ist Arnold. Endlich hat er einen Job. Und er ist nicht mehr meine Bitch. Er ist jetzt eine Coffee Farm Bitch. Coffee Sie Farm. pflückt nun Bohnen vom Strauch aus bis zu 9 Metern Höhe. Ah. Großartige Arbeit, Arnold. Die Bohnen werden zunächst getrocknet, dann geröstet und dann Ah. verkauft. Annie, Vorsicht mit dem Feuer! Oh, die Plantagenbesitzer nehmen Oh dir was nee, wie das eine sind die, du Rüstung. das. Kannst bei mir Das soll bleiben, kein du, aber das unter ein einer Teil. Bedingung. Du musst meine Testperson in einem neuen Experiment sein. Du trinkst den ganzen Kaffee, den du gesammelt hast, auf einmal. Deine Ey, Ausbeute das kann reicht man doch dazu gar nicht nicht. der Das Espresso ist oder die unmöglich. Sonnenmilch. Wenn man Also, das so viel schüttel Kaffee genug trinkt, über. könnte eigentlich tödlich Diese Menge werden. trinken pro Jahr 500 Milliarden Tassen und nichts passiert. Aber diese Dosis auf einmal tötet dich gleich doppelt. Ja, natürlich hört dich Aber das ich muss doppelt. Arnie So gleich viel noch ein paar Kaffeedose Kaffee-Extrakte würde ich Hunger? sofort töten. Espresso hat 0 Kalorien. Sei dankbar, dass Koffein das Hungergefühl unterdrückt. Arnie, du, kennst du das Experiment mit den australischen Studenten, die nach der 5. Tasse Espresso Musik im Grundrauschen gehört haben? Ja, das zeigt, wie krank Koffein machen kann. Arnie, kannst du mich hören? Arnie? In der Tat ist es unmöglich, 10 Liter Espresso zu trinken.
Das krasse Zittern und die Paranoia, da fällt dir ab der 50. Tasse alles aus der Hand. Aber Vertrag ist Vertrag. Also hier, nimm eine Koffeintablette. Eine Überdosis an Koffein verursacht einen Herzstillstand. Alles klar. Einen doppelten. Glückwunsch, mit drei Leben hast du das Experiment überlebt. Also Leute, denke, das ist für dich, Arnie. Also ich kann euch sagen, Leute, so viel Kaffee ist nicht gesund für den Körper, aber zwei Kaffee pro Tag ist gesund, kann man sagen. Aber so viel Kaffee auch nicht. Ab sofort kannst du Arnold als Stoff-Army haben. Ah. Oder als Voodoo-Puppe. Er kann alles klar. Für den Hund sein. Oder du kannst ihn einfach. Alles Arnold. Bestelle schnell. Ja, erstmal muss ich kurz. Der eine ist mit dem Popo drauf, Hey Arnold drauf gesessen und Hey Arnold als Mädchenpuppe umwandelt. Naja, wer mehr was macht. Ich mach kurz mal hier. Was werde in du ein Tornado landen würdest? Also ein Tornado ist schon gefährlich, aber schauen wir mal an, was passiert mit Hey Arnold und einem Tornado. Arnie, wach auf! Ein Tornado rast auf dein Haus zu. Schnell raus hier auf die Straße, du musst ins Freie. Gut, aber bist du dumm? Wenn du wirklich retten wollen, wärst du besser im Keller deines Hauses geblieben. Ja. Wäre, hätte, Fahrradkette. Natürlich ist es für uns viel interessanter, was mit dir passiert, wenn du im Inneren des Tornados bist. Warte mal kurz. Wenn ein Tornado landen würde, stell mal vor, der Tornado schaut euch auf. Wenn der Tornado euch aufzaut, dann seid ihr im inneren Tornado. Dann seid ihr gleich rüb und tot. Manche behaupten, da kann man sie noch sie retten. Irgendwo bildet sich ein Tornado ein Auto. Und dann sollst du angeblich dich retten können. Aber das ist unmöglich. Naja, schauen wir mal weiter. Die Breite der Trichter der größten Tornados hat man mit 1500 Metern. Was? Na Arnie, gibt's was Interessantes da drin? Pro Jahr werden in den USA gut 1000 Tornados gezählt. Was? Nur wenige werden richtig riesig. Ha, du hast Glück gehabt, Arnie. Du bist in einem von ihnen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um über niedrigen Druck und Sauerstoffausstoß zu diskutieren. Der Atmosphärendruck in einem Tornado ist so niedrig, dass deine Lungen nicht genug Sauerstoff aus. Und dann kann man sterben, wenn so viel niedriger Sauerstoff. Ohnmächtig und erstickst. Oh, endlich. Dein Rumgeschrei hat mich schon ganz müde gemacht. Die dünne Luft hier ist vergleichbar mit dem Besteigen des Mount Everests ohne Sauerstofftank. Ja, oha! Tourismus ist einfach nichts für unseren Freund. Aber in unserem Tornado wirst du sicherlich nicht an Sauerstoffmangel sterben, sondern durch die Kollision mit anderen herumfliegenden Objekten. Na, du weißt doch, fliegende Bäume, Tiere... Ja, komm mal, die Kuh an die Floten! Alles, was auf dem Weg eines super starken Tornados liegt, wir sind leider an die Auto fest. Mit bis zu 500 Kilometern pro Stunde herum. Was? Oh, oha. Wenn du wie durch ein Wunder alle Kollisionen überlebst und einen Sauerstofftank dabei hast, vergiss nicht, irgendwann, früher oder später, wird sich der Tornado auflösen. Der Trichter gibt dich wieder frei und du wirst aus einer richtig schönen Höhe wieder Richtung Boden stürzen. Und das überlebst du garantiert nicht an. Nee, sowas kann man nie überleben. Okay, ich rette dich mal wieder. Warum mache ich das nur? Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Mit Freunden teilen und meinen Kanal abonnieren. Es gibt noch so viele weitere spannende Abenteuer mit unserem Freund Arnold. Jo. Ja, spannende Abenteuer mit Herrn Arnold. Wirklich mal kurz mal schauen, wie lange die Aufnahme geht. Die Aufnahme, ja. Das war's, Leute. Ich werde sagen, haut rein, bis dann und wir sehen uns und ciao, ciao.